Glauben Sie denn auch, dass die Auswirkungen der Digitalisierung tatsächlich so enorm sein werden? Ich bin davon überzeugt, dass die Auswirkungen der Digitalisierung sogar noch weitergehen als das, was wir heute sehen. Wir sehen es ja heute in Teilbereichen schon in bestimmten Branchen, welche massiven Auswirkungen das Thema digitale Transformation hat. Man braucht sich nur den Einzelhandel anschauen. Da gibt es die Protagonisten Amazon, eBay, Zalando. Die haben also wirklich binnen weniger Jahre den Einzelhandel massiv unter Druck gesetzt. Und das Ganze entwickelt sich jetzt natürlich auch noch weiter mit datenbasierten Geschäftsmodellen. Also ich gehe davon aus, dass wir das Thema digitale Transformation noch gar nicht absehen können und die Auswirkungen aus meiner Sicht vielleicht den einen oder anderen auch noch überraschen werden. Nun ist das Thema ja mit Risiken und Chancen verbunden. Wo sehen Sie für Unternehmen unterschiedlichster Branche und Größen die Chancen der Digitalisierung? Also natürlich gibt es bei der digitalen Transformation immer Chancen und immer Risiken, das ist klar. Wobei ich davon ausgehe, dass die Unternehmen bzw. die Branchen, die sich aktiv auf das Thema digitale Transformation einlassen, von den Chancen der Digitalisierung profitieren werden. Welche sind es? Das sind auf der einen Seite durch einen digitalen Workflow medienbruchfrei natürlich Effizienzgewinne, Kosteneinsparungspotenziale und auch die Möglichkeit, ganz neue Formen der Kooperationen abzubilden. Weil wenn Sie in einem digitalen Workflow arbeiten, können Sie natürlich Teilbereiche dann vielleicht auch outsourcen, von anderen übernehmen lassen, die skalierbar vielleicht den Prozess noch besser abbilden können. Nun sprechen Sie ja gerade halt das Thema Partner an oder Zusammenarbeit mit anderen. Da gehört natürlich ganz besonders auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater dazu. Und Sie haben jetzt eben von den Unternehmern gesprochen und den Vorteilen der Digitalisierung für die Unternehmer. Aber ergibt es denn auch Vorteile für den Steuerberater? Also das Berufsbild des Steuerberaters wird sich in den nächsten Jahren signifikant ändern. Ich persönlich gehe davon aus, um einfach mal mit den Chancen für die Steuerberater anzufangen, dass wenn sich der Berufsstand aktiv auf das Thema digitale Transformation einlässt, dann gehe ich davon aus, dass die Chancen auf jeden Fall überwiegen. Welche sind es? Auf der einen Seite durch das Thema Automatisierung werden bestimmte Prozesse einfach rationeller, schneller abbildbar. Alles, was automatisierbar, digitalisierbar ist, wird auch in Zukunft digitalisiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, mit datenbasierten Geschäftsmodellen auch ganz neue Beratungsleistungen anzubieten. Und ich glaube, der Wandel in der steuerberatenden Branche geht hin vom reinen Deklarator immer mehr hin zum Berater, zum allumfassenden Coach und Unterstützer der Unternehmen. Also aus meiner Sicht ganz klar Vorteil für die Chancen. Okay, das heißt, dann wird die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant in 5 bis 10 Jahren unter Umständen ganz anders aussehen. Davon bin ich fest überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant auf eine ganz neue Ebene gehoben wird, eine ganz neue Qualität bekommt. Aber wie gesagt, die Voraussetzung, der Impuls dafür ist eben die Digitalisierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen. Weil wenn Sie alle auf einem Datensatz arbeiten, Steuerberater und Mandant, gibt es auch ganz andere Formen der Kollaboration und einfach auch der Zusammenarbeit, was meines Erachtens auch die Qualität der Prozesse deutlich signifikant verbessern wird. Da wollte ich jetzt auch nochmal gerade natürlich die DATEV ins Spiel bringen, weil Sie haben jetzt gerade Jubiläum gefeiert letztes Jahr, 50 Jahre DATEV und gelten natürlich so ein bisschen als Schwergewicht und Meinungsführer in der Branche, sagen aber andererseits, Sie werden Digitalisierungspionier und da frage ich mich jetzt, wie passt das zusammen? Also aus meiner Sicht überhaupt kein Widerspruch. Also natürlich sind wir als DATEV in den letzten 50 Jahren in bestimmten Bereichen, auch was Standards anbetrifft, maßgeblich. Ja, also das sehe ich auch so und ich glaube, das ist auch sicherlich eine Herausforderung und eine Verantwortung, die wir an der Stelle übernimmt. Auf der anderen Seite sehe ich keinen Widerspruch in dem Thema Pionier im Bereich Digitalisierung. Das war von Anfang an, vor 50 Jahren, war das die Kernidee der DATEV, eben Prozesse für den Steuerberater automatisiert darzustellen, um auch hier in Form der Genossenschaft, das ist ja unsere Wirtschafts- und Rechtsform, durch die Zusammenarbeit, durch den Zusammenschluss von verschiedenen Berufsträgern einfach auch die Vorteile von IT, von der damalig aufkeimenden Möglichkeit, auch Computer einzusetzen, wahrzunehmen. Und das hat sich weiterentwickelt von rechenzentrumsgestützten Dienstleistungen immer mehr zu cloudbasierten Dienstleistungen.